wenn wir keine kleinen Kinder mehr haben, die noch mit zum St. Martinszug gehen, einen leckeren Beckmann essen wir trotzdem immer gerne. Und auch die Kinder essen die noch gerne. Am liebsten hätten die ja noch gerne eine St. Martinstüte, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele St. Martinszüge ich mitgelaufen bin und wie viele Laternen ich mitgebastelt habe, bei drei Kindern, die jeweils in den 3 Jahre in den Kindergarten gegangen sind, in die Grundschule, ein Kind hat die 3. Klasse wiederholt und eins ist mit der 5. Klasse auch noch mitgelaufen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viele St. Martinszüge das waren. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Weckmänner ich schon gebacken habe. Und genau dieses Rezept zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier einen Würfel Hefe schon in 250 Milliliter lauwarme Milch gegeben, damit die sich ein bisschen auflösen kann. Ich habe 600 Gramm Mehl, die hebe ich schon mal in eine Schüssel. Und mache mir da erstmal einen Vorteig raus. Wenn das jetzt aufgelöst ist, gebe ich jetzt die Milch hier in die Mulde und ein bisschen Zucker dazu, mache da einen Vorteig raus. Und dann brauche ich eben den Rest von den 100 Gramm Zucker, 2 Eier Vanillezucker, 100 Gramm Butter, flüssige Butter wieder erkaltet. Und das war es an Zutaten und den Rest brauche ich dann für nachher. Aber ich mache die Beckmänner immer schön mit Puderzucker und gerösteten Mandeln. Das ist total lecker. Und jetzt kann ich auch schon meine Hefe, Milch-Hefe-Gemisch hier reingeben. Decke das ein bisschen mit Mehl ab. Streue mir ein bisschen Zucker darüber. Da kann die Hefe ein bisschen besser aufgehen oder schneller aufgehen. Decke mir das jetzt ab und lasse das 15 Minuten gehen, bevor ich die anderen Zutaten dazu gebe. So, jetzt hole ich mir mein Handtuch und ich stelle das dafür in den Backofen. Ich habe mir den schon vorgeheizt auf so 30, 40 Grad. Dann geht das ganz schnell und dann habe ich ein bisschen Wärme. Die Viertelstunde ist jetzt rum und mein Teig ist jetzt ein bisschen gegangen, also der Vorteig ist ein bisschen gegangen. Ich habe mir in der Zeit den Abrieb einer Zitrone gemacht. Die Zitrone brauche ich ja gleich noch für meinen Zuckerguss, aber den Abrieb gebe ich mit in den Teig. Und die 2 Eier habe ich mir schon mal aufgeschlagen. Und dann gebe ich das jetzt alles zu meinem aufgegangenen Vorteig. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, aber es ist schwierig zu sehen. Ich gebe jetzt die Eier dazu, die geschmolzene, wiedererkaltete Butter, ein Päckchen Vanillezucker, den Rest von dem 100 Gramm Zucker, den Abrieb von der Zitrone. Wird ein richtig leckerer Teig, der ist total fluffig, also die Beckmänner schmecken auch richtig gut. Und eine Prise Salz und dann lasse ich den Teig jetzt für 6-7 Minuten schön verkneten. Das macht ja Gott sei Dank die Küchenmaschine. Und dann geht der Teig nochmal eine halbe Stunde. Dann kann ich die Beckmänner formen, die dann nochmal kurz gehen müssen. Und dann werden die auch schon gebacken und dann bekommen die auch ihren leckeren Zuckerguss mit den schön gerösteten Mandeln. Richtig lecker. Mein Teig für die leckeren Beckmänner ist schön aufgegangen. Ich habe mir den jetzt noch einmal durchgeknetet und jetzt teile ich mir die Stücke ab, so groß, wie ungefähr die Beckmänner werden sollen. Was auch ganz schön ist, ihr könnt einen ganz großen aus diesem Teig machen. Das habe ich mal gemacht in der Grundschule. Die Kinder haben sich total gefreut. Und jeder konnte sich noch ein Stück Beckmann abschneiden. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie groß ihr die machen wollt. Die könnt ihr euch dann zur Seite legen. Und dann kann man auch schon anfangen, den ersten Beckmann zu formen bzw. auszurollen. Dafür mache ich mir jetzt so Bällchen, drücke das ein bisschen platt und roll mir den jetzt ein bisschen, der nicht ganz so dick ist, weil der geht ja gleich nochmal auf. Und damit könnt ihr schon anfangen, den ersten Beckmann zu formen. Mal gucken, dass er so ein Köpfchen hinbekommt und so einen Körper ein bisschen drücken. Und immer dran denken, die sind ja selbst gemacht. Da kann natürlich nicht jeder Beckmann genauso aussehen wie der andere. Dann schneidet er einfach die
Arme so ein und formt Beinchen und Füßchen, beziehungsweise die Beine, ja, Hände und Füße und den Kopf. Ob die jetzt einen Schönheitspreis gewinnen, weiß ich nicht. Jetzt lege ich die so aufs Backblech, damit die nochmal 10 Minuten gehen können und gebe natürlich noch ein paar Rosinen da rein, damit meine Wegmann-Männer auch ein paar Augen haben. Oder ihr könnt auch Mandeln dazu benutzen, so kleine Mandelstückchen. Drehte euch die wieder, drückt das runter. Ja, jetzt mache ich die alle fertig und dann dürfen die nochmal 10 Minuten gehen. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Milch mit Eigelb verquirlt, um die leckeren Wegmänner damit einmal einzustreichen, die ja jetzt schon gegangen sind. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Wegmänner zu formen. Unter anderem, das war schon so gelacht, habe ich einen Michael Jackson gemacht. Ist er süß? Ja, da muss das Ärmchen noch ein bisschen weiter runter und ein bisschen weiter nach oben. Ja, jetzt streiche ich die ein. Den Backofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 200 Grad und da dürfen die Wegmänner jetzt so 15 bis 20 Minuten eben ausbacken und dann sind die auch schon fertig und dann mache ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal meine Mandeln fertig und meinen Zuckerguss mit Zitrone und ein bisschen Wasser. So, das erste schon mal rein. Die leckeren Wegmänner sind ausgebacken, schön gold und die duften ganz herrlich. Und in der Zwischenzeit habe ich Puderzucker mit Zitrone, vorhin von der abgeriebenen Zitrone, und ein bisschen Wasser mir schön einen Zuckerguss gemacht. Und ich habe in der Zwischenzeit Mandeln angeröstet. Und zwar habe ich die einfach in eine beschichtete Pfanne gegeben, ohne Öl. Da müsst ihr dann aufpassen und die Pfanne immer wieder schwenken oder umrühren, damit die Mandeln einfach nur schön goldbraun werden und nicht anbrennen. Genau, und jetzt nehme ich mir einen Wegmann und bestreiche den schön mit Puderzucker, mit Puderzuckerguss. Und dann habe ich mir die Mandeln in eine große Schale gegeben, damit ich jetzt den Wegmann einfach in meinen Mandeln schön wälzen kann. Und ich finde immer, so schmecken die Wegmänner wirklich am besten. Ich habe das Gesicht jetzt ausgelassen, damit man die Augen noch so ein bisschen sieht. Und Michael Jackson ist auch fertig. Den fand ich total witzig. Süß, ne? Ja, wer keine Hefeteig-Wegmänner mag, für den habe ich noch einen Quarkteig, aus dem ihr wunderbare, leckere Wegmänner formen könnt und backen könnt. Den Link zum Rezept, oder beide Links zum Rezept, gibt es natürlich unten in der Infobox. Ich bestreiche jetzt meine Wegmänner fertig und dann verputzen wir die. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr macht das mal nach. Und bis dahin, eure Bea.